Howdy Leute! So, ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Ich habe ein neues Mikro hier stehen. Ich muss noch ein bisschen gucken von der Entfernung her, wie es am besten ist. Aber ich hoffe, das passt erstmal. Ich zeige euch eben zum Reset, welche Rüstungen sich lohnen könnten, welche vielleicht interessant für euch sind. Da haben wir einmal den Warlock. Der ist bei Failsafe. Und zwar habt ihr dann 60er Gesamtwert verteilt auf Mobi, Erholung und Intellekt. Finde ich sehr gut für PvP. Gibt viele, die sagen, ja, Mobilität braucht man nicht, aber Mobilität erhöht euren normalen Laufspeed, also wenn ihr geht. Dementsprechend könnt ihr schneller links, rechts strafen, was ich persönlich wichtig finde fürs PvP. Das ist Geschmackssache, aber ich finde, für PvP ist sie schon relativ gut gerollt. Wenn ihr da nichts Besseres habt, könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir noch zwei Rüstungen vom Jäger. Die eine ist auch hier bei Failsafe. Die ist. Eigentlich hat die genau das, was die zweite auch hat, nur in schlechter. Ich zeige es euch trotzdem mal eben. Und zwar ist das, da haben wir, ich glaube, einen 56er Gesamtwert. Und zwar plus 26 Intellekt. Das könntet ihr halt benutzen, wenn ihr die mal irgendwie zum Ausprobieren braucht. Wenn ihr irgendwie ein Intellektbild bauen wollt oder irgendein anderes Bild. Und ihr braucht irgendwie ein Rüstungsteil mit hohem Intellekt, um das irgendwo auszugleichen. Das müsste, glaube ich, das müssten die Stiefel sein. Genau, da sind sie mit 26 Intellekt. So, und dann gehen wir jetzt gleich zum Vagabunden, gucken uns das da auch noch eben an. Wie gesagt, ich habe alle NPCs durchgeguckt. Ich war am Turm mit allen drei Klassen, war bei Zavala, Vagabunden, ich war bei Shex, ich war bei Ada, ich war auf der ETZ bei Devon K und war hier bei Failsafe. Das ist wirklich das Einzige, was sich lohnt. Also ihr braucht nicht weiter gucken, da gibt es sonst nur Kernschrott. Und dann gucken wir uns jetzt noch eben die beim Vagabunden für den Jäger an. Die müsste 58er Gesamtwert haben, hat plus 26 Intellekt und ich glaube plus 16 Erholung. Das ist schon eigentlich ein dezenter Wall. Wenn ihr da nichts Gutes habt oder sowas, könnt ihr euch nee, sogar plus 18. Plus 18 Erholung, plus 26 Intellekt, Gesamtwert 58. Ja, das war's schon wieder. In dem Sinne, viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal.